Hallo und gestern zurück zu City Skylines. Ich bin wieder zurück von der Gamescom und habe eine Menge Sachen mitgebracht. Viele Eindrücke vor allem auch vom kommenden Add-on zu City Skylines After Dark. Das schaut mal sehr vielversprechend aus und da freue ich mich schon drauf. Allerdings habe ich auch eine Erkältung mitgebracht und entsprechend ist gerade ein bisschen anstrengend zum Aufnehmen. Ich werde aber trotzdem schauen, dass ich zumindest die Lieblings-Let's Plays so gut wie möglich fortsetzen kann. Und Skylines gehört da ja eindeutig dazu. Und der ein oder andere zeigt ja da auch, wie dringend er das braucht, dass, wenn es mal 3-4 Tage nicht kommt, da schon Entzugserscheinungen sozusagen entstehen. Da will ich natürlich nicht verantwortlich sein. So, was machen wir heute? Einiges haben wir noch vor, vor allem auch das hier anschauen. Mir hatte das Thema Stadtmauern keine Ruhe gelassen und ich habe mich noch mal ein bisschen umgeschaut nach neuen oder alternativen Modellen, die ich eigentlich ganz nett finde. Ich kann ja mal ganz schnell zur Demonstration mal ein paar Mauern aufstellen, damit man so einen leichten Eindruck hat, wie das in etwa ausschaut. Also das, glaube ich, wird von den Proportionen her schon ein bisschen besser passen und vielleicht können wir so einen Teil der übrigen Altstadt noch mit Mauern umgeben, um einfach anzudeuten, hier war irgendwann mal eine Stadtmauer. Da werden wir später noch schauen. Vorher lösen wir noch ein, zwei andere Probleme. Eines ist, die Züge. Ich sag mal so, ich habe ein bisschen gebastelt, ein bisschen geschaut. Der Stau löst sich tatsächlich sehr, sehr langsam auf. Jemand hat ja auch bemerkt, dass hier immer wieder Züge spawnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug ist oder so gewollt. Also ich glaube, solange hier Passagiere losfahren wollen, spawnen da Züge, auch wenn sie relativ leer sind. Ich habe probiert, hier die Gleise ein bisschen zu tauschen, das hier anders anzuschließen, Fernverkehr und so weiter. Hat zum Teil geholfen oder hat zumindest so ausgeschaut, als würde es kurzfristig helfen. Langfristig sind dann auch immer wieder Züge gespawnt. Und ich glaube, was wir jetzt einfach mal machen, um das Problem ein bisschen zu beheben, ist, weil es ja hier auf den Kartenrand rausschaut, ich werde hier mal auftrennen und einfach ein paar Züge despawnen lassen, in der Hoffnung, dass sich das nach außen da ein bisschen verbessert. Müssen wir halt dann wieder vorbeischauen und das korrigieren. Gut, und dann wollte ich ja noch die S-Bahn-Linie hier zur Altstadt rüber verlängern. Das können wir im Prinzip gleich machen, ist ja nicht allzu viel Aufwand. Heißt, da ziehen wir einfach das hier darüber und planen da wieder 2 Stops. Einer sollte das eigentlich erledigt sein. Die Frage ist, braucht man mehr Züge für diese Linie? Glaube nicht, aber wir können trotzdem mal schauen, wie viele sind jetzt hier im Einsatz. Zurzeit 5 Stück. Und da sehen wir auch, wie viele Leute hier warten. Eigentlich ganz, ganz praktisch, um sich ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Es geht eigentlich. Wir können sie mal schnell vergleichen mit anderen Linien. Da haben wir ein bisschen ein Gefühl dafür. Ja, hier warten zum Teil schon über 100. Ja, ich glaube, das haben wir ganz gut in der Balance. Hier warten ziemlich viele. Aber da fahren auch viele U-Bahnen. Ja, ich glaube, das ist okay so. Werden wir für den Moment lassen. So viel Verkehr ist darüber ja nicht. Ah ja, und jetzt zum Beispiel ist gerade keiner mehr gespawnt. Also es ist nicht dauernd so. Bin mir nicht ganz sicher, an was es liegt. So, hier löst sich jetzt langsam auf. Wohin staut sich jetzt noch? Ja, der Rückstau ist jetzt inzwischen hier angekommen. Ich glaube, da kann man dann wirklich in ein paar Minuten fast das Ganze wieder zusammenfügen und dann schauen wir, wie es sich weiterentwickelt. So, Terrassenviertel. Da hat auch jemand gemeint, warum nicht kleine Häuser? Stimmt eigentlich, das wären ja die hier. Allerdings glaube ich, gibt es da nicht allzu viele verschiedene Modelle. Ich versuche mal, ein paar kleine hier zu platzieren immer wieder. Vielleicht das ein oder andere auch 2 breit. Oder 2 lang, haben wir glaube ich auch fast nichts. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Da wird eh gerade eins gebaut, dann können wir uns das gleich direkt anschauen.
Wird aber, glaube ich, wieder dasselbe Modell wie hier. Abgesehen davon, dass es in eine Richtung schaut. Ja, das sind dieselben. Von dem her ein bisschen schade. Aber vielleicht lösen wir es in der Zwischenzeit zumindest so. Und ich muss dann echt mal ein paar Mods laden. Und schauen, dass wir neue Gebäude reinbekommen. So, gerade schauen, ob die Parkplätze da sind. Die waren nämlich vorher verschwunden. Irgendwie hat es mir ein paar Mods deaktiviert. Bin ich zum Glück draufgekommen, bevor ich da lang aufgenommen habe. Und jemand hat auch gemeint, warum nicht auch Bürogebäude anschauen. Werde ich glatt machen. Beziehungsweise könnte man die da oben hin machen, weil, ja, ich bin ja nach wie vor auch selber mit dem Friedhof da nicht ganz zufrieden. Den haben wir so ein bisschen außerhalb vielleicht machen von der Stadt. Bin noch nicht sicher, wohin. Ich werde ihn jetzt einfach mal leeren und, glaube ich, löschen für den Moment. Da müssen wir ihn nicht dauernd verschieben. Und hier hat man ein bisschen Gewerbe. Warum eigentlich nicht? Jetzt schauen wir uns da in dem Fall, glaube ich, mal die Büroflächen an, wie die ausschauen. Weil das ist ja so der Rand der Altstadt, wenn da, naja, eventuell ein paar Häuser kaputt geworden sind oder abgerissen werden mussten. Wurde da einfach, ja, nicht ganz so hübsches Gewerbegebiet drüber gebaut. Warum nicht? Ja, genau. Dann wollte man auch hier die Einfahrt in die Stadt haben. Wie regelt man denn das an? Noch was wollte ich machen. Genau, ich wollte hier einen Teil eigentlich noch untertunneln. Hab das ja auch in der einen oder anderen Stadt gesehen, wo die Altstadt untertunnelt wird mit einer etwas breiteren Straße. Ah, da kommt unsere S-Bahn. Das klappt also. Müssen wir schauen. Irgendwie würde es mir besser gefallen, wenn ein Teil hier im Tunnel ist. Die Frage ist nur, wo rauskommen. Vielleicht sogar hier. Das probiere ich jetzt mal. Jetzt hier anschließen mit der breiten Straße. Und die kann ich ja mal mit dem Tool hier machen. Eigentlich kein Problem. Und da geht es eben wieder raus. So, da werden wir ein bisschen korrigieren müssen, vor allem die Hochspannungsleitungen. Wieder mal. Da haben wir jetzt hier aber die Stadt schon angeschlossen. Das heißt, die bräuchte man eh nicht mehr unbedingt. Das scheint hier auch schon alles verbunden. Müssen wir nur aufpassen, falls wir hier mal das ein oder andere Gebäude abreißen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so ausschaut, wie ich es gerne wollte. Wenn wir den Zug eventuell auch an das noch anpassen. Oder sollen wir den Zug sogar oberirdisch belassen? Ja, kommt darauf an, wie sich hier die Stadt entwickelt. Jetzt muss ich gerade schauen, ob mir das besser gefällt wie vorher. Bin mir nicht ganz sicher. Wie schauen denn die Gebäude hier jetzt eigentlich aus? Die Büros im europäischen Stil. Eigentlich auch ganz nett. Das heißt, die könnte man hier durchaus nochmal verwenden. Dann machen wir hier vielleicht wirklich so ein ja, Geschäftsviertel. Büroviertel, wie auch immer. Das eingeschlossen ist eben von diesen Mauern hier.
Die würden eigentlich eh schon halbwegs passen. Vielleicht sogar noch eine innere Straße. Mal schauen, lass mich mal ein bisschen basteln. Ein paar Bögen, wobei hier kann man es eigentlich schon enden lassen. Das heißt, da machen wir noch einen Turm hin. Frage ist, bekommen wir das halbwegs symmetrisch? Nicht so wirklich. Naja, muss es nicht unbedingt sein, würde ich sagen. Also Moment, das wäre eh so ein Abschluss. Den können wir auch irgendwo dann verwenden. So, hier eventuell. Schauen wir, dass wir noch so einen Bogen hinbekommen. Was haben wir da? Ah, so ein Stückchen. Könnte man auch nehmen. Man übertreibt mit den Bögen, will ich es jetzt auch nicht. Vielleicht machen wir in dem Fall keinen. Weil kleinere haben wir, glaube ich, nicht. Was ein bisschen schade ist. Na, oder wir machen irgendwo ein Eckstück. Ich habe gerade ein T-Stück noch untergebracht. Oder sogar eine Kurve. Na. Mache ich es mal so, wie ich es eigentlich gedacht hätte. So, machen wir das T-Stück hier. Und das war, glaube ich, dann das Endstück, oder? Und da brauchen wir jetzt eh eine Straße. Beziehungsweise kann das dann in dem Fall ruhig wieder sowas sein. Könnte man eigentlich fast durchgängig machen. Aber hier lassen wir eine normale Straße. Da sind ja auch keine Mauern mehr. Ja, und dann werden wir sehen, wie das ausschaut. Ach, die überschneiden sich jetzt ein bisschen, ist aber glaube ich auch kein Problem. Hat natürlich ein leichtes Profil bergab. Ah, da sieht man es, dass es nicht ganz zusammengeht. Gibt es da auch was Eigenes oder können wir das einfach, das können wir sogar ineinander bauen. Wenn ich das richtig sehe, zum Teil zumindestens. Oder ist da hier eines, was korrekt abschließt? Nein. Gut, dann würde ich sagen, ist das was für Offscreen zum Schauen und Korrigieren. Ja, die schauen eigentlich auch wirklich nicht so schlecht aus. Sind ein bisschen gemischt. Versuchen wir es trotzdem mal. So, Kleinigkeit fehlt natürlich noch, nämlich hier innerhalb der Stadtmauer, da können wir es so machen. Außerhalb Straße. Genau, und innerhalb Fußgängerzone. Vielleicht sogar ein bisschen dichter an manchen Stellen. Falls sich das ausgeht, dass hier noch entsprechend bebaut wird, das werden wir gleich sehen.
Da können wir eventuell einen Palk hinmachen. Haben wir da noch was Nettes Passendes? In der Größe sollte was rum sein, hoffe ich. Der passt eigentlich ganz gut. Naja, wobei, da gibt's hübschere. So, und die LKWs fahren hier ein paar Abkürzungen. Da müssen wir schauen, dass wir sie wieder da oben rumlocken. Mit entsprechenden Beschränkungen. Ja, und hier werden wir eventuell dann noch eine entsprechende Ampelregelung brauchen. Beziehungsweise müssen wir einfach schauen, wo die jetzt alle hinfahren. Ein paar fahren darum, was okay ist. Sie sollen nur nicht durch die Stadt fahren. Das müssen wir ihnen dann noch unattraktiv machen oder die Umfahrung entsprechend attraktiv, je nachdem, wie man es sehen will. Genau, und hier werden wir ein bisschen den Verkehr manuell regeln. Da braucht man eigentlich eh fast nur Rechtsabbieger. Ja, beziehungsweise das ganze Gebiet verschwindet da ja dann eigentlich. Ist die Frage, ob wir da nicht noch ein bisschen warten sollten mit Umbauen oder mit Anpassen. Man, der Tunnel unten durch ist schon okay. Und hier, wo es ein bisschen geschäftsviertelmäßiger ausschaut, ja, warum nicht? Darf auch mehr los sein. Das hier werden wir frisch gleich noch neu machen. Und zwar machen wir das gleich richtig. Ist die Frage, ob wir uns auch einen Kreisverkehr leisten sollten. Könnte man eigentlich. Ich sehe noch eher einfach gehalten für den Moment. So, wollte gerade sagen, ich mach's einfach wieder freihand in der Hoffnung, dass es halbwegs rund wird. Ja, so geht's. Beziehungsweise wenn wir dann anschließen. Genau, wird das eh wieder ein bisschen verbiegen. So, muss ich nur aufpassen. Moment, sonst machen wir es frisch gleich so, dass ich dahin ziehe, wo wir dann die entsprechenden Einfahrten haben werden. Oder ich teile es auf, dann haben wir dann später mit dem Traffic plus nicht ganz so viel Probleme. So, und dann, ja, entweder machen wir einfach irgendwo LKW-Fahrverbot. Ich glaube, das wäre fast das Einfachste. Vielleicht machen wir es einfach so. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist, aber ich versuche es einfach mal. Da so einen mini-kleinen Bezirk. Und da machen wir. Ah, wo war das jetzt? Nahverkehr, Stadtplanung, doch, oder? Genau, Verbot für starkes Verkehrsaufkommen. Dann müssen die außen rumfahren. Und dann schauen wir, wie sich hier der Verkehr entwickelt. Das heißt, wenn jetzt jemand in die Stadt will, wir könnten theoretisch da noch eine Einfahrt in die Stadt machen. Das wäre noch okay.
So, dann ziehen wir das entsprechend noch darüber. Und da könnte man es sogar so machen. Mit wirklich Einbahnen in dem Falle. Ah, wobei, na, das wäre nicht ganz okay. So, wir können sie aber die Abbiegespuren auch regeln. Dann machen wir das gleich. Heißt hier nur rechts abbiegen, hier ebenso. Nur rechts abbiegen. Dann erledigt sich das eigentlich automatisch, wie da gefahren wird. Genau. Das heißt, die können dann da nicht mehr links abbiegen, müssen außenrum. Und dann können wir entsprechend da auch die Ampel eigentlich ruhig deaktivieren. So. Genau, wenn wir schon gerade dabei sind, werden wir es hier auch überlegen. Wie machen wir es hier? Da wird eigentlich sowieso nur links abgebogen, so wie es ausschaut. Rechts abgebogen. Oder alternativ, naja, ich glaube, das werde ich nochmal umbauen. Das passt mir wirklich nicht ganz. Weil der Verkehr wird dann im Endeffekt da außen rumgehen. Also wir ziehen dann die... Genau, das können wir eigentlich machen. Die Umfahrung da dann weiterziehen und irgendwie da unten und drunter durchgehen lassen, wenn das Gebiet hier weg ist. Apropos, können wir da schon wieder ein bisschen weiter nach hinten eigentlich? Ja. Das erledigen wir schnell. Und dann mal übersetzen. So, sind wir dann noch überall im Ölgebiet? Müssen wir auch noch schauen. Das schaut ganz gut aus. Hier streifen wir es ja auch noch. Das passt eigentlich. Und da können wir es eigentlich schon wieder eine Reihe fast entfernen. Oh, da habe ich schon richtig gesehen. Ja, da wird schon langsam grün. Dann sollte nicht mehr ewig dauern, bis wir das Öl hier los haben. Und eben dann ändert sich da die Verkehrssituation sowieso. Gut, da entstehen Bürogebäude. Ja, auf dem Platz geht es sich auch aus. Hier könnte es ein bisschen eng werden. Da müssen wir eventuell nachhelfen. Entweder abreißen und so lang. Oder wir machen es einfach so. Schauen wir, ob das hilft. Wenn wir einfach eine Reihe nur vorher bebauen. Dass hier zumindest mal die entsprechenden Häuser entstehen. Ja, müssen wir ein bisschen probieren. Die Busse fahren da durch. Warum das? Ah, da ist die Buslinie ein bisschen rübergerutscht. So, glaube ich, besser. Braucht man dann sowieso bald eine zweite. Ah, da sieht man jetzt auch gerade schön den Umfahrungsverkehr. Der passt eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, das ist okay, wenn hier mal ein wenig Stadtgebiet drüber gebaut ist. Und das wäre jetzt der Plan. Ich glaube, das schauen wir uns jetzt auch mal an, wie es dann wirkt. Wenn es da jetzt weiter rausgeht, ein Stück, dann können wir es ja noch schön gerade bauen. Zumindest ein paar Straßen. Und hier werden wir dann wieder anfangen, ein bisschen
schwunghaft unterwegs zu sein. Und jetzt mache ich einfach mal dünnes Gebiet einfach mal zum Anschauen, wie das wirkt. Bis darüber können wir ja eventuell die eine oder andere Gewerbezone dann drunter mischen. Ah ja, und da wollten wir noch einen Park. Und für den Friedhof brauchen wir dann noch einen Platz. Genau. Zu groß, zu groß. Ja, die sind alle ein bisschen zu groß. Der wird sich ausgehen. Das wäre halt eher wieder mal so ein, ja, Marktplatz fast oder so ein Platz zum Sitzen. Ja, der sticht schon ein bisschen raus. Ah, Parks. Parks muss ich sowieso noch runterladen, ein paar. Die werden wir dann da hinsetzen. Oder werden wir für da welche aussuchen. So, und da wird gerade nicht wirklich viel gebaut. Naja, es ist auch nicht viel Bedarf da nach Bürogebieten. Dann fülle ich es für den Moment doch auf. Wenn wir Glück haben, entstehen ja die richtigen Häuser. Und hier ist eben die Frage, schaut das dann halbwegs gut aus, wenn da vor der Stadt schon ein richtiges Wohngebiet ist. Vielleicht sollte man es echt ein bisschen mit Gewerbe durchmischen. Aber das müssen wir mal entstehen lassen. Dann kann man es, glaube ich, besser beurteilen. So, Wasserleitung gekappt für alle, aber nur kurz. Hofft, da stört niemanden. Okay. Naja, allzu viel haben wir leider nicht geschafft. Sorry. Aber hier stehen mal ein paar Häuserchen. Ja, mit denen schaut es schon netter aus. Es ist halt ein bisschen wenig Abwechslung. Da muss ich auch noch grübeln. Ja, und einen Platz für den Friedhof brauchen wir dann noch. Aber ich glaube, hier würde sich halbwegs gut machen. Ich platziere ihn mal da. Da ist die Stadtmauer in der Nähe. Es ist außerhalb der Stadtmauern sozusagen. Und wenn wir das Ganze dann ein bisschen rundherum noch begrünen, schaut es vielleicht ganz nett aus. Müssen wir schauen, ob wir da noch das eine oder andere Haus platzieren. Oder auch noch ein Stückchen alte Stadtmauer. Mal schauen. Lass dich das irgendwie machen. Dass das so ausschaut, wie ich gern hätte. Wir haben da zwar auch den Bogen, aber der passt irgendwie nicht ganz so gut, oder? Naja. Na, das lassen wir weg. Da werden wir eher begrünen und oder Parks hinmachen. Oder das würde da sonst noch hinpassen. Brauchen wir noch was an Dienstleistung? Wir haben da eine Polizei. Die Feuerwehr ist ja da drüben. Da war das Krematorium. Wir haben, glaube ich, noch keine Arztpraxis. Die fehlt uns auch noch, oder? Ah, na, da unten. War das Krankenhaus. Ja, Schulbildung muss dann auch noch ein bisschen was her. Da können wir auch da oben was hinplatzieren. Ja, aber wie gesagt, das alles nächstes Mal. Ja, warum nicht? Das mit den Häusern draußen. Ja, Gewerbe schaut jetzt auch nicht so super aus. Da muss ich noch grübeln. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.